Mein Name ist Martin Lünz. Wir sind hier in Freren. Haben wir ein Mehrfamilienhaus gebaut. Wir haben über die KfW Mittel gebaut, das KfW 40. Und dafür mussten wir unter anderem ja auch eine Luftwärmepumpe oder halt auch einen Tiefenbrunnen haben. Aber da das Grundstück zu klein ist, sind wir auf die Luftwärmepumpe. Eingebaut haben wir die Compress 7000i AW mit Warmwasser- und Pufferspeicher und ein für die Spitzenlast ein Gasbrennwertgerät. In jeder Wohnung ist eine dezentrale kontrollierte Wohnraumlüftung Vent 2000 mit Wärmerückgewinnung installiert. Die Zusammenarbeit mit Bosch ist eigentlich für uns sehr gut. Die haben die Planung teilweise oder mitgemacht, wo ich von denen die Zeichnungen und das mit einer Ausarbeitung komplett gekriegt habe. Ja, in den Wohnungen sind Übergabestationen eingebaut, wo unter anderem die Wärmemengenzähler drin sind, wo man das später halt mit abrechnet über die einzelnen Wohnungen. Da sind die Fußbodenheizungssteuerungen drin und auch der Kaltwasserzähler. Ja, das mit der Wohnungsstation, ich habe die langen Wege nicht alleine wegen beim Wasser, Legionellen und das alles. Und ich habe in jedem Haus, kann ich wirklich separat jede Wohnung wirklich komplett abrechnen. Abrechnungstechnisch ist das bedeutend besser. Weil das ist ja für auch gerechtesten für jeden einzelnen Mieter, wie er das dann abrechnet. Der eine heizt unheimlich viel. Der hat 25 Grad in der Wohnung und der andere nur mit 19 und macht eine Decke über die Beine abends. Das muss ja auch honoriert werden. Wir sparen uns quasi 9-mal den Gasanschluss, die ganzen Wartungskosten, die wir quasi im Nachgang haben, hätten normalerweise, die sparen wir uns dann. Ja. Ja, man hätte natürlich eine Gastherme einbauen können in jede Wohnung. Von der Abrechnung wäre das einfacher gewesen, aber da wir für die Natur alle was machen wollen und für die Umwelt, haben wir diesen Weg gewählt. Wir haben ja alle Kinder und möchten die Welt in Ordnung halten.